Hallo, mein Name ist Sarah Sommerfeld. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin aus Berlin und eigentlich wollte ich jetzt in Marbach sein und an einer schönen Lesung teilnehmen, aber stattdessen sitze ich jetzt hier in meiner Küche, die ich zu einem kleinen Studio umgebaut habe und mache ein Video. In dem Video möchte ich anhand des Gedichts Lebenslauf von Friedrich Hölderlin zeigen, wie ich an Texten arbeite, wie ich rangehe. Ich spreche auch fürs Radio, wie ich mir die Texte erarbeite und was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, so einen Text zu gestalten. Aber jetzt lese ich erstmal das Gedicht. Lebenslauf. Größers wolltest auch du. Aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab herrschet in heil'ger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr Himmlischen, ihr alles erhalten, denn, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt, danken für alles lernen, und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Ja, Wahnsinnstext. Also wenn ich einen Text bekomme, dann lese ich den immer erstmal leise, um erstmal zu verstehen, worum geht es in dem Text. Dann schaue ich Wörter nach, falls es Wörter gibt, die ich nicht verstehe oder Begriffe, die ich nicht verstehe. Ich schaue auch in meinem Aussprache-Wörterbuch, wie die Wörter ausgesprochen werden, falls es Wörter gibt, bei denen ich es nicht weiß. Bei den meisten weiß ich es natürlich. Und nachdem ich den Text so erstmal verstanden habe, beginne ich ihn dann laut zu lesen. Dann versuche ich, einen Rhythmus und eine Betonung zu finden. Genau, und mache mir auch so Notizen in den Text rein. Also, eins meiner Lieblingszeichen ist zum Beispiel dieser Pfeil hier. Der bedeutet, dass ich über das Zeilenende hinaus die Spannung halten möchte. Weil das eben wichtig ist, dass es nicht, also nicht so geleiert oder immer so der gleiche Rhythmus ist, sondern dass man eben die Sinnbögen, dass man die immer zu Ende denkt und da dran bleibt. Genau. Die nächste Stufe ist dann, mir zu überlegen, was macht der Text mit mir? Dieser Text strahlt auf mich eine wahnsinnige Ruhe aus. Ich fühle mich da total getragen. Getragen von einer höheren Ordnung und einer Sinnhaftigkeit. Ich finde, man spürt in diesem Text total, dass die Menschen damals noch wirklich an Gott geglaubt haben und daran, dass alles irgendwie Sinn macht. Ich finde, der Text ist erbaulich. Ist so ein altmodisches Wort, aber ich finde, ja, wenn man diesen Text liest, da geht es einem hinterher besser. Das geht mir auch total oft so, wenn ich so klassische Musik höre aus dieser Zeit oder davor, dass richtig so dieser Glaube an Gott durch die Musik zu mir strahlt, ja. Diese Zuversicht und ja, dieses Getragensein in einer himmlischen Ordnung, die's heutzutage, also für mich zumindest, nicht mehr so gibt. Leider, also ich hätte das eigentlich gerne. Ja, und insofern finde ich diesen Text auch tröstlich. Da ist ganz viel Vertrauen drin und auch so eine Akzeptanz seines Schicksals.
Insofern finde ich, dass der Text eigentlich eine weibliche Stimme braucht. Obwohl Hölderlin natürlich ein Mann war, finde ich, dass die Botschaft eher was Weibliches ist, weil das männliche Prinzip jetzt klischeehaft gesprochen ja eher das sich durchsetzen, kämpfen, nach vorne gehen, auseinandersetzen und ja, sich durchsetzen wollen ist. Während das weibliche Prinzip eher dieses empfangende, Harmonie anstrebende, ja, und eine Schönheit in der Akzeptanz auch findende ist. Also ich sage jetzt nicht, dass alle Männer oder alle Frauen so wären, ja. Aber das ist eher so das Klischeehafte. Und insofern finde ich, passt da eine weibliche Stimme gut zu dem Gedicht. Kann man dieses Gedicht auch singen? Soll ich es mal singen? Größeres wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Oder eher so opernhaft. Auf Erzona hinab, erschöpft in heiliger Nacht, wo die Stürme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefsten Orkus nicht ein gerades, ein recht nach. Wilde Improvisation. Also ich finde, der Text sollte nicht gesungen werden. Auf gar keinen Fall. Ich finde, dieser Text wirkt am besten ganz schlicht gesprochen. Also ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, da irgendwas hinzuzufügen oder da wahnsinnig viel zu machen. Sondern bei diesem Text habe ich eigentlich nur das Bedürfnis, den ganz schlicht zu lesen. Die Möglichkeiten, den jetzt zu interpretieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte da eigentlich nicht viel machen, wäre jetzt für mich nochmal zu schauen, was ist meine innere Haltung, um den Text zu sprechen. In dem Text reflektiert Hölderlin ja über sein Leben und kommt zu einem positiven Ergebnis, nämlich dass all seine Leiden ihn kräftig genährt haben und dass er dadurch gelernt hat, für alles zu danken und eine Freiheit dadurch gewonnen hat, dahin aufzubrechen, wohin er will. Diese positive Botschaft möchte ich auf jeden Fall rüberbringen, wenn ich den Text lese. Ich versuche den Text jetzt mal filmisch zu sprechen. Das heißt, wenn man für eine Kamera arbeitet, dann macht man ja alles kleiner als jetzt im Theater. Im Theater würde man langsam und deutlich sprechen, damit auch und auch die Gesten langsam und deutlich und groß machen, damit auch die Leute in der letzten Reihe eben was mitbekommen. Und für einen Film macht man eher alles privat, nennt man das, also eher klein. Genau, ich probiere es jetzt mal klein, aber mit dieser Haltung, dass alles gut wird. Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, herrschet in heiliger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies
erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr Himmlischen, ihr alles erhalten, denn, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt, danken für alles lern und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Jetzt mache ich es mal ein bisschen größer und theaterhafter. Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab. Herrschet in heil'ger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, denn nie sterblichen Meistern gleich habt ihr Himmlischen, ihr alles erhalten, denn, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er, kräftig genährt, danken für alles lern und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Jetzt werde ich, weil wir ja in Corona-Zeiten leben, versuchen, den Text mal mit Maske zu machen, um mal auszuprobieren, wie viel von meinem Ausdruck eigentlich durch die Mimik kommt und wie viel über die Stimme. Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, herrschet in heil'ger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, denn nie sterblichen Meistern gleich habt ihr Himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt, danken für alles lern und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Ja, Wahnsinn, oder? Ist ein krasser Unterschied, was so ein Requisit macht. Es wirkt gleich so, als würde ich aus dem Seuchenkrankenhaus berichten oder so. Und bekommt dadurch so eine Dramatik, oder? Ja, zum Abschluss spreche ich das Gedicht jetzt nochmal ohne Maske. Und ich nehme mir eine ganz persönliche Botschaft mit rein, weil das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ich versuche, die Texte mir so anzueignen, als ob das meine eigenen wären und versuche eben selber etwas damit sagen zu wollen. Genau, also. Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger.
Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab? Herrschet in heil'ger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr Himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er, kräftig genährt, danken für alles lern und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. Danke fürs Zuhören.